wenn ich etwas schön finde, dann meine ich, dass es schön ist. Ich finde, das sieht echt gut aus. Oh, du hast mich erschreckt. Ich will nicht kommen hören, ey. Oh, sorry. Ja, nee, schon gut. Findest du wirklich? Ja, soll ich das sein? Ja, ja. Ja, ich bin nicht so sicher irgendwie. Ich weiß nicht, so in dem Bereich. Irgendwie. Ah doch, ich finde es gut. Ich finde, das ist an manchen Stellen so ein bisschen vorsichtig. Aha. Also ich kann mir vorstellen, kleiner Tipp, wenn du das nächste Mal zeichnest, würde ich mal versuchen, dass du so richtig aus dir rauskommst. So, ich glaube, das wird dann echt prickeln. Sag mal, dich kenne ich doch auch irgendwie von der HFPK, oder? Ja, stimmt, du bist auch da, ne? Ich bin halt nicht so oft da, weil ich studiere Kunstpädagogik und ich habe gerade ziemlich viel an der Hauptuni zu tun. Ah, das ist auch bestimmt ziemlich hart, ne? So Kunstpädagogik, und da wirst du doch echt auch Burnout von, oder? Also, wenn jemand Burnout gefährdet ist, dann höchstens meine Schüler. Ja. Sag mal, bist du nicht bei dem Koppeltagen in der Klasse? Ja, doch. Du hängst doch öfter mal mit so einem großen, blonden Typen rum, ne? So ein bisschen geschniegelt. Weißt du, wen ich meine? Ah, ich glaube, du meinst Julian, kann das sein? Julian Wilhelmi? Ja? Stimmt, das kann sein. Der auch diese Aquarelle macht. Ja, 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 so. Genau, klar. Hm? Ich finde, der macht total gute Sachen. Ja, nicht schlecht, ne? So. Also ich würde den super gerne mal bei mir in den Unterricht einladen. Ach so? Ja, also ich glaube, ich meine, ich könnte da, glaube ich, was arrangieren, wenn du Bock hättest. Also sonst, ich weiß nicht, sonst schreib mir doch einfach mal hier deine Telefonnummer auf oder so und dann rufe ich dich an, wenn ich irgendwie, dann mache ich irgendwas aus mit ihm oder so und dann stellst du den Kontakt her vielleicht. So, bitteschön. Super, danke. Gut, ich melde mich dann einfach sonst, ne? Alles klar, okay. Gut, ja, dann, ja, weiß nicht. Ja, bis dann, ne? Gut, ja, bis dann, okay, ciao. Du, Sophie, du hast dein Buch vergessen. Ja, stimmt. Danke, du. Gern. Ciao.